Das ist Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik und ich zeige euch einmal, was ein Akkulaubbläser leisten kann. Das ist das Gerät von der Firma Stihl, das BGA 100. Das ist ein richtiges Powergerät, wo er mehrere Leistungsstufen hat, wo man einstellen kann. Der Vorteil von dem System ist, da wird der Akku nicht mehr beim Gerät reingesteckt, wie bei den alten mit so einem Akkuschacht, sondern den Akku, den tut man hier in die Tasche. Zeige ich euch einmal. Also am besten ist, wenn man öfters unterwegs ist, natürlich mit Koffer für die Gewerbetreibenden. Wenn man es privat macht, braucht man es nicht unbedingt. Das ist jetzt der starke Akku, der 300er. Man kann es natürlich als professionelle Anwender wie Kommune oder Garten und Landschaft, wo viel Arbeit, auch mit dem Rucksack-Akku-Pack natürlich auch betreiben. Das wird einfach hier reingesteckt, einrastet. Dann schaut man, Leistung voll aufgeladen. Hier Drehverschluss, dass nichts rausfallen kann. Da ist so ein Verbindungskabel praktisch dabei, hier. Das wird hier am Gerät einfach angeschlossen. Da ist hier ein Pfeil drauf und da ein Pfeil drauf. Da braucht man bloß schauen, dass die übereinstimmen und dann einfach einrasten lassen. Fertig. Schon ist das einsatzfähig. Ihr habt drei Abstufungen vom Rohr her, wie lang das ausgefahren sein soll. So ist es jetzt ganz auszusagen. Kann man aber auch weiter zusammenschieben, je nachdem, wie man arbeiten möchte. Man kann sich das Ganze auch, hat auch Ösen, auch mit Gurt, wenn man zum Beispiel einen Rucksackakku hat, kann man sich das Ganze auch am Rucksack dann anhängen oder woanders. Ich habe es jetzt mit einem normalen Gürtel, mit einem breiten befestigt. Es gibt auch spezielle Akku-Tragegürtel, die sind dann noch breiter und besser gepolstert. Ist halt für einen Anwender, wenn man mehr macht, dann sinnvoller. Kann man natürlich auch hier mit einem normalen Gürtel machen, dann braucht man bloß das Adapter-Set und das Gerät. Hauptvorteil gegenüber dem Benzingerät, man hat wesentlich weniger Lärm. Also wie heute hier bei 90 dB. Im Vergleich, die meisten Benzingeräte, die haben zwischen 105, wenn sie sehr leise haben, bis zu, ja, manche gibt es auch knapp über 100, das sind aber die wenigsten, bis 120 dB gibt es die auch, die Geräte, also wirklich laut. Also für die Handgeräte ist das Akkugerät hier leistungsfähiger wie die Benzingeräte. Also ich habe da leistungstechnisch keinen Nachteil. Die meisten meinen bloß, dass sie weniger Leistung haben, weil es nicht so viel Lärm macht. Aber Leistung hat es sogar mehr, wenn man auf volle Last geht. Das ist halt eine Frage des Stromverbrauchs. Hier könnt ihr es auch verriegeln. Also wenn man nicht versehentlich einschalten wird, könnt ihr es hier sperren. Sonst hier entriegeln. Dann hier unten ist der Hauptschalter. Einschalten. Und je nachdem, wie weit ihr drückt, mehr Power. Und dann gibt es noch die volle Power-Taste. Ihr seht, das ist jetzt weit schon nass, weil vorher hat es gerade geringt, also richtig nasses Laub hängt im Gras drin, geht also nicht so leicht weg. Normalerweise macht es nicht mit voller Last, dann habt ihr auch länger Akkulaufzeit. Das ist jetzt Minimalleistung, ich setze so jetzt noch und da hört ihr vom Lärm sogar noch, wenn ich was sage. Beim normalen Laubbläser wird sie kein Wort mehr verstehen, so laut ist das. Zweite Stufe. Wie gesagt, volle Power. Zum Umschalten braucht ihr bloß einfach immer eine Stufe vor und entsprechend die Last regulieren. Ausschalten, einfach auslassen. Man merkt richtig, wenn ich da volle Power habe, wie es das Gerät, wenn ihr das in der Hand habt, das drückt es richtig zurück. Also da hat wirklich enorme Leistung. Und ist trotzdem super leicht. Also wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr bei mir vorbeikommen, könnt ihr es ausprobieren oder auch gleich kaufen und mitnehmen. Ihr habt ein super Akkusystem.
Seht ihr hier Verbindungsschlauch hier mit Stahl verstärkt, dass da nicht so leicht was sein kann. Schnelles Anschlusssystem, Akkutasche, kann man alles sauber machen. Oder man kann es natürlich auch mit dem Rucksack-Akku betreiben. Das mit dem Krettverschluss, also wenn es raus will vom Gürtel, geht auch problemlos. Also ihr müsst nicht jetzt mal den Gürtel runter, da ihr könnt es einfach so einhängen. Weil einfach so zugemacht. Man kann aber auch direkt durchgehen. Direkt hier durchführen durch den Gürtel geht natürlich auch. Oder wenn ihr den Originalgürtel nehmt, was es von Stielack gibt, der ist dann mit extra dicke Polster, ist halt zu empfehlen, wenn man mehr macht. Ich habe ja schon Kunden gehabt im Privatbereich, die wo jetzt das Teil einfach genommen haben und das Ding in einen Rucksack auf den Rücken genommen haben, weil sie sagen, sie brauchen es nicht so oft und wollen da kein Gürtel dazu nehmen oder so. Das geht natürlich auch. Wichtig ist, dass der Akku irgendwo sauber untergebracht ist. Und wie gesagt, für die Profi-Anwender, die nehmen in der Regel einen Rucksack-Akku. Das ist dann ein großer Akku, wo man am Rücken trägt. Der geht dann halt stundenlang für größere Flächen und größere Aufgaben. Wenn man Parkanlagen hat oder große Wohnanlagen oder ähnliches, da ist das dann zu empfehlen. Hauptvorteil, man hat halt weniger lange Lärmschutzzeiten, man kann länger arbeiten und man hat natürlich nicht so viel Ärger mit den Anwohnern, weil das Ding halt nicht so laut ist. Das ist der Riesenvorteil. Wie gesagt, 90 Dezibel ist natürlich sehr leise. Müsst ihr euch einfach mal anhören, kommt vorbei, darf mich freuen. Wenn es euch gefällt hat, lasst es euch gefällt mir, teilt es, abonniert es mich, würde mich freuen. Jetzt haben wir bald 500 Abonnenten voll, dann kriegt es wieder eine Verlosung, dann könnt ihr wieder einen Preis gewinnen. Also dürft ihr mich fleißig abonnieren. Ich gebe euch dann noch rechtzeitig bekannt, wie ihr das wieder gewinnen könnt. Danke für eure Aufmerksamkeit, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Dankeschön.